Damit wieder recht herzlich willkommen wieder zurück auf unserem Kanal zu unserem kleinen Mini-Projekt und zwar 7 Days to Die, Tag 5. So, wir sind hier wieder vom Händler. Ich werde nass und wir holen uns ganz schnell eine Erkältung. Nein, wir holen uns natürlich jetzt erstmal wieder unseren Auftrag, unseren ersten. Okay, gut, jetzt sind wir im Westen quasi in 1 Kilometer Entfernung. Wir gucken mal kurz auf die Map. Haben wir wieder... wieder in unserem Westernstadt. Sehr geil. Haben wir wieder eine Aufgabe? Und da gehen wir jetzt erstmal direkt hin, mitten im Regen. Na wunderbar, ich freue mich. Na gut, dann machen wir uns mal auf den Weg. So, okay, jetzt sind wir hier einmal angekommen. Bei unserer Mission. Wir haben auch schon einmal durchgelootet und wir starten einfach mal direkt die Mission. Und gucken jetzt erstmal hier, was uns hier drinnen wieder Schönes erwartet. Oh Gott, hier sind aber schon mal einige wieder. Oh Gott, warte, hier zu. Hier draußen hoffentlich ist es keiner. Warte mal, wir gucken mal ganz kurz. Ich nehme noch den Stein hier mit. Jawohl, aber es ist keine hier. So, in der letzten Folge haben wir ja unser Labyrinth ja auch ein bisschen vorbereitet. Und jetzt werden wir natürlich die Folge noch mal ein bisschen weiter ausbauen. Wir gucken auch mal, wie wir das... Aua! Hör doch auf! Der holt aber auch aus, der Boy! Aua! Muss ich aber langsam aufpassen hier. So, der ist jetzt erstmal finito. Was ist mit ihr hier? Aua! Jetzt ist aber Geschichte hier, ne? Okay, jetzt ist erstmal Ruhe. Meine Güte. Das war ja gerade spannend. Ja, und da werden wir mal gucken, dass wir die Fallen, ne? Also wir haben ja jetzt das Ganze ja so gebaut mit den Minen und mit den Steinstacheldingern da. Was ja ganz geil ist, was ja ganz nice ist. Und wir gucken mal, wie wir das Ganze vielleicht erweitern können. Oder ob wir es überhaupt erweitern wollen. Ne? Wir wissen ja auch noch nicht, wie effektiv der ganze Kram ist. Und wir wollten ja eigentlich auch mal gucken, ob die Minen quasi wie so eine Art Flächenschaden machen. Ja, kann natürlich ja sein. Sprich, dass sie unsere Struktur kaputt machen. Das wollen wir natürlich nicht, gerade wenn der Blutmond kommt. Ansonsten ist unser Haus offen wie ein Scheunentor. Und das ist so eine Sache, das ist gar nicht gut. Wir wollen natürlich nicht, dass die Leute einfach uns überrennen können. Ja, das wäre natürlich semi-gut, weil nachher rennen sie uns die Bude ein. Das wäre noch schlimmer, wenn die auf einmal dann irgendwie bei uns anklopfen und sagen, ja, hier bin ich, hello. So, wie sieht es jetzt hier aus? Tür, geh auf. Noch nicht ganz, okay. Da drinnen werden wir wahrscheinlich auch gleich wieder einen Zombie finden, weil unsere To-Do ist ja bereinigen. Also wir sollen ja hier die Zombies bereinigen. Das war's. Nur er hier. Wow. Okay, warte mal. Spielen wir das lieber safe runter. Ja, wir müssen ja nicht ganz so cocky sein. Jetzt ist er aber down. Okay. Wir haben aber immer noch nicht das Gebiet komplett vollständig gecleared. Why? Wo ist noch einer? Muss es ja noch irgendwo noch... Warte mal, hier oben? Geht's hier noch nach oben? Das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Ja, hier geht's auch nochmal nach oben. Und hier sind noch ein paar. Die wollen wir mal hier unten begegnen. Mal gucken, ob sie hier runterkommen. Oder ob sie einfach... Der erste ist schon mal da. Wow. Sie treffen ja nicht, aber ich habe immer Angst, dass sie mich treffen. Weil ich glaube, hier so durchbacken. Okay, den ersten haben wir. Der hält auch eine Menge aus, dieser Zombie-Typ hier. Weil der versucht ja jetzt hier irgendwie hier durchzukommen. Ist jetzt nur noch die Frage, ob alles gut. Okay, der ist jetzt auch Geschichte. Sehr gut. Dann nehmen wir noch die Versandkiste natürlich mit. Die ich beim ersten Durchlauf natürlich nicht gesehen habe, weil ich nicht wusste, dass wir aufs Dach können. Ja, das hätte ich vielleicht vorher irgendwie mal, checken sollen. Aber gut. So, wir haben leider nichts mehr zu trinken, außer den Honig. Ansonsten haben wir noch sehr viel zu essen. Das ist natürlich ganz nice. Wir können das zu benutzen. Und ja, dann machen wir uns wieder zurück auf den Weg zum Händler, geben unsere Mission ab, holen uns gleich eine neue. Und dann hoffen wir mal, dass wir die Mission plus Loot Drop dann hinbekommen, sodass wir dann zeitnah wieder zu uns nach Hause kommen. Damit wir dort nämlich dann unser Vorhaben unseres
Labyrinthes wahrmachen können. Das wäre natürlich ganz nice. Okay, wir sind wieder bei besserem Wetter diesmal beim Händler wieder angekommen und können jetzt unsere Aufgabe abgeben. Da kommen diesmal mal wieder vergrabene Vorräte, auch wenn es eigentlich eine Aufgabe ist, die semi-toll ist, weil wir wahrscheinlich wieder buddeln müssen. Kann aber auch gleich heißen, dass, genau da hinten in die Richtung, dass wir, wenn wir eh erstmal nach Hause fahren oder laufen, dass wir uns leer machen, Schaufel, die bessere Schaufel mitnehmen. Und wir nehmen sie einfach mal einfach aus Prediction-Gründen einfach mal mit. So, jetzt sind wir hier in der Heimat angekommen. Sind hier gerade kurz rübergeklettert. Gucken wir mal kurz, was wir jetzt hier alles so haben. Ne? Also was wir jetzt hier noch abgeben können. Wir haben wieder genug. Wir haben jetzt wirklich schön trinken. Wir haben Essen. Wir haben alles. Uns könnte es eigentlich quasi nicht besser gehen. Das heißt für uns selber, warte mal, wir gucken nochmal ganz kurz. Das heißt für uns selber, wir gehen jetzt erstmal zu dem Drop. Also hier nicht zu dem Drop, sondern zu unserer Aufgabe, zwar da hinten. Dass wir mit unserer Schaufel ein bisschen was ausbuddeln können. So, okay, jetzt sind wir hier in der Nähe angekommen. Wir sind wieder in der Nähe vom Ödland, was mir gar nicht gefällt. Aber wir haben hier anscheinend wieder unsere Sache, wo wir graben dürfen. Na wunderbar, ich freue mich jetzt schon. Na dann, lass uns doch mal graben. Also, hier in dem Umfeld soll was sein. Gut, dann fangen wir mal an. Jetzt kommt unser Hubschrauber. Also Hubschrauber nicht, sondern unser Abwurf. Oder? Da fliegt er. Und da hinten wirft das hin. Okay, das ist auf jeden Fall in die Richtung von, wir sehen es ja, wie es da landet. Es scheint auf jeden Fall in der Nähe von, der Westernstadt zu sein. Das ist natürlich ganz geil. Das ist zumindest ja nicht in der Nähe vom Ödland. Das ist schon mal auf jeden Fall ein großer, großer Vorteil. Da gehen wir nämlich dann als nächstes nämlich gucken, wenn wir hier jetzt quasi uns den Schatz uns nähern und ihn finden. Meine Fresse, das war jetzt aber auch, also es hat auch Ewigkeiten gedauert, darf ich das mal sagen? Also wirklich. Geh weg. Geh weg. Ich sag, geh weg. Okay, ich bin umzingelt von... Wow. Zombies. Renn mal ganz kurz weg. Ist ja mal gar nicht so wenig hier. Was ist denn hier los? Ich war doch nur ein bisschen graben. Warum hat sie denn so viel Bock? Hör doch auf. Lady! Oh Gott, ich muss langsam auf vorsichtig sein. Bleibst du? Bleib doch liegen! Okay. So, hier vorne haben wir noch einen, also Müll, ne, zum Mitnehmen. Und wir gehen als nächstes, gehen wir gleich mal gucken. Unser Inventar ist gar nicht mal so voll. Das heißt, wir könnten uns überlegen, wenn unser Inventar eh nicht so voll ist, dass wir direkt zum Loot Drop gehen. Da sehe ich mich. Das machen wir auch. Wir gehen jetzt einfach straight ahead Richtung Loot Drop. Warte mal, wo ist denn der jetzt eigentlich ganz genau? Der ist noch davor. Das ist natürlich geil. Das ist Premium. Genau so mag ich das. Okay, cool. Dann auf zum Loot Drop. Okay, also hier in der Nähe müsste jetzt der Loot Drop sein und im besten Fall ist er auch nicht, ich wiederhole, nicht im Ödland, im besten Fall. Im Worst Case wäre er wieder da, aber nein, diesmal, wir haben Glück, Glück im Unglück. Es ist nicht in der Ödland, wir können direkt abfrühstücken und wir können öffnen diese. Und lesen jetzt erstmal hier wieder ganz viele Bücher. Oder Magazine, wenn man so möchte. Schmeißen das mal hier raus, brauchen wir ja gar nicht. Öffnen den hier und überlegen uns, wo wir diese Sachen anwenden werden. Warte mal, ich habe ein Zielfernrohr. Ich habe ein Ziel. Wait a second. We have a Zielfernrohr. Ein Zweifach-Zielfernrohr. Mhm. Das finde ich sehr nett von dir. Das ist einfach mal awesome. So, das heißt, wir haben Loot Drop gefunden eingesammelt. Wir haben zwei Missionen fertig gemacht. Die eine Mission müssen wir jetzt gleich noch abgeben. Und dann können wir eigentlich quasi schon in die Heimat, um zu gucken, wie wir unser Labyrinth nochmal verbessern und wie wir unseren Fallkonstrukt eventuell noch anders aufbauen können. Ja, wir haben ja jetzt ja auch
unterwegs immer mal wieder, so wie was wir bei den anderen Runs ja auch gemacht haben, haben wir auch immer mal wieder Holz abgeerntet. Somit können wir dann natürlich auch unser Maze quasi noch verbessern. Das ist natürlich auch ganz geil. Wir können auch mal ein paar Sachen noch mit hinzufügen. Wir haben, wie gesagt, ordentlich gelootet. Und abends geht es dann wieder ins Kochen, beziehungsweise Kochen bauen, so in die Richtung. Und dann schauen wir mal, wie der ganze Kladderadatsch aussieht. So, okay, jetzt haben wir natürlich die Mission abgegeben. Ja, das habt ihr jetzt alles nicht gesehen. So, wir sind jetzt erstmal hier direkt wieder zurück, weil wir wollen uns natürlich jetzt wieder fokussieren auf unser Labyrinth. So, wir haben hier noch unsere kleinen Boxen, damit wir erstmal wieder überhaupt in unser Konstrukt hier reinkommen. Und dann haben wir jetzt erstmal hier den hier wieder weg und hüpfen erstmal hier kurz rauf, genau. Hier sehen wir ja nochmal quasi, ne, wie wir das Ganze aufgebaut haben mit Stacheldraht und hier solchen Sachen. Das ist ganz geil. So, wie gesagt, was wir nicht wissen ist, wie das Ganze funktioniert. Also sprich, ob die Minen so gut sind, dass sie uns nicht unser Konstrukt hier kaputt machen. Das wäre natürlich vorher schon mal gut zu wissen, ob oder ob nicht. Das müssen wir noch in Erfahrung bringen. Ich weiß nur nicht, wie wir es testen. Ich würde hier einfach vorsichtshalber so in die Richtung so zumachen. Das Ganze verbessern wir natürlich dann wieder. Und danach würde ich jetzt gleich nochmal gucken, was wir noch alles so Schönes herstellen können. Damit wir die Seite hier auch dicht machen können. Weil was wir natürlich nicht wollen, ist, dass sie hier irgendwann hier einfach nur gegenkloppen. Und sagen, hallo, und versuchen abzukürzen. Genauso wie wir die Seite hier noch komplett zuballern müssen. Das wollen wir dann auch noch machen. Und da ist natürlich die große Frage, nehmen wir diese Holzdinger oder nehmen wir hier die hier, den Stacheldraht. Der Stacheldraht, den finde ich schon cool, weil ich glaube, der hält auch länger als, ich sage jetzt mal, diese normalen Holzpfeile, sage ich jetzt mal. So, dann würde ich nämlich mal sagen, packen wir nämlich den hier. Komm her. So. Ja, ja, ja. Das. Nein, das wollte ich nicht, aber gut. Ja, ja. Das gefällt mir schon irgendwie. So, ich würde mich dann auch gucken, dass ich das nämlich versuche, so gerade wie möglich zu bauen, obwohl ich jetzt hier schon eigentlich verkackt habe, aber ist gar nicht so wild. Wir machen einfach hier weiter. Ah, guck mal hier, jetzt kann man es richtig positionieren. So, jetzt haben wir nämlich auch die Fallen soweit schon mal ein bisschen positioniert. Was ist denn hier hinten los? Hallo? Was ist denn mit... Was stimmt denn mit euch nicht? Von wo kommt ihr denn? Und einfach nur warum? Oh Gott, ich bin selbst... Mal ganz schnell weg hier. Warte mal, wir lassen sie mal hier alles zerstören. Klettert mal hier rein. Genau, du bist schon mal tot. Sehr gut. Ja, immer schön durch Stacheldraht. Immer rein da, Freunde. Immer rein. Ja, okay. Finde ich gut. Immer machen. Immer machen. Wie ist er denn da hochgekommen? Okay, die sind alle tot. So, Ihmchen. Also, die Leiter da hinten muss ich auf jeden Fall nochmal absichern. Das ist auf jeden Fall not the best idea mit dieser Leiter. Okay, sie ist jetzt auch niedergestreckt. Okay, 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 okay. Und wir können schon mal auf jeden Fall unser Werkzeug hier reparieren. Aber das ist ja schon mal der erste Test. Der erste gute. Schau ihn hier an. Guck mal, ne? Also er versucht jetzt hier lang zu gehen, kommt aber da nicht so ganz so durch, ne? Ist jetzt im Stacheldrahtzaun. Hat richtig Bock. Und krepiert aber gleich dabei. Ja, vielleicht auch noch nicht. Spätestens jetzt. Okay. Nee, doch noch nicht. Möchtest du... Okay. Jetzt ist er krepiert. So, jetzt wäre natürlich hier die Frage, ob wir hier auch nochmal mit Stacheldraht irgendwie arbeiten. Ne, wie gut das eben halt hier die Leute, weil hier rennen sie halt einfach durch. So, da mache ich mir nichts vor. So, das Problem ist, glaube ich, dass die auch hier drauf springen können. Das ist gar nicht so gut. Weil wenn die hier drauf springen können, dann muss ich das
doch hier drüber doch nochmal zumachen. Bleibt mir halt nichts anderes übrig. Genau, weil dann kommen sie da nämlich nicht hoch. Genau. Richtig, 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 richtig. Perfekt, okay. Gut. Also den ersten Test, sage ich jetzt mal, semi-gut bestanden. Muss ich mal ganz klar sagen. Hätte auch komplett anders ausgehen können. So, das sieht aber halt, das sieht schon sehr gut aus. Es sieht schon sehr, 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 sehr gut aus. Wir gucken gleich mal, weil wir haben ja hier noch Schießpulver mitgenommen, was wir noch brauchen für Minen. Bonbon-Mine, genau. Da brauchten wir Schießpulver, Eisen, Nägel und Klebeband. Genau, Klebeband war ja das Ding. Wie viel können wir machen? 7 Stück. Die fertigen wir uns auf jeden Fall an. So, jetzt ist natürlich die Frage Klebeband. Klebeband, 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 Klebeband. War Stofffetzen und Klebe. Stofffetzen müssten wir eigentlich noch ein paar Stück haben. Ich habe die vorhin schon mal grob gesehen. Und Klebeband, Kleber haben wir, glaube ich, auch, soweit ich weiß. Und jetzt ist nur die Frage, wo haben wir es wieder gelagert? Der gute Kleber ist hier und der Stoff. Der Stoff ist auch hier. Das finde ich gut. So, jetzt können wir nämlich Klebeband wieder herstellen. Jetzt sagen wir mal 4 Stück fertigen. Sehr gut. Und damit dürften wir wieder die Mine, die dürfen wir nämlich dann auch wieder herstellen können. Genau, weil Klebeband ist wirklich das, was uns am meisten fehlt. Was fehlt uns für weiteres Klebeband? So, Kleber und dann wieder Stoff. Okay, wir haben Stoff 3 Stück. Wir haben 9 Kleber. Wir könnten also perspektivisch gesehen noch 9-mal Minen herstellen. So, das heißt, wir gucken uns jetzt an, dass wir schauen, ob wir noch irgendwo Baumwolle haben, damit wir noch Stoff herstellen können. Nee, wir haben keine Baumwolle mehr. Wirklich gar nichts mehr. Wir haben eine einzige gehabt. Ja, scheint so. Das ist natürlich not so nice. Na, wir hätten ja noch ein bisschen Zeit. Wir könnten ja auch noch ein bisschen farmen. Wir könnten ja noch ein bisschen Baumwolle Farmerino machen. Und wisst ihr, wo wir einfach mal nochmal gucken könnten, wo... Also wir sind nie hier rüber drüber hinweggelaufen. Weil die sind ja gerade die Zombies, die wir gerade gesehen haben, ne? Also vor ein paar Minütchen. Die sind ja von da oben gekommen. Und da waren ja auch Militärboys dabei. Ist hier in der Nähe eine Militärbasis? Ist das möglich? Und warum laufe ich eigentlich so weit, wenn ein Baumwollfeld direkt vor meiner, hinter meinem Haus ist? So, damit dürften wir hoffentlich jetzt genug Baumwolle gefunden haben. Und könnten jetzt, glaube ich, gleich nochmal gucken, dass wir nochmal ein paar Sachen herstellen. An Minen. Mine herstellen. Die Bonbon-Mine. Ne, da haben wir nämlich Eisen und 9-mal Klebeband. Das ist natürlich ganz geil. So, wir könnten uns jetzt natürlich dann wieder überlegen, beziehungsweise wir haben natürlich wieder weitere Fertigkeitspunkte, die wir verteilen können. Hey, hey. Während wir die jetzt aber gleich verteilen, werden wir hier nochmal ganz kurz a little bit Holz. Scheiße. Wir schalten dich jetzt einfach an. Wir sagen Rezepte, machen erstmal schön Rasier. Na gut, jetzt haben wir noch ein bisschen aufgelevelt. Zwar jetzt nicht unbedingt jetzt das Beste vom Besten, aber wir haben jetzt einfach ein bisschen was in Wahrnehmung und Co. reingetan. Weil macht am meisten Sinn irgendwie, glaube ich. Hier brutzelt gerade noch alles soweit durch. Das heißt, wir können jetzt hier erstmal wieder nach oben gehen. Was höre ich denn hier? Wo denn? Wieso kommt sie da durch? Also wie? Das ist natürlich gut zu wissen. Einfach mal so zum Testen. Aber wie hat sie es geschafft? Hello! Mausi. That is not the way you look. You go. No, no. Das ist aber die große Frage. How? Also wie hat sie es geschafft, da hinzukommen? Wie? Also einfach wie? Das würde ja für mich heißen, dass meine Station
die ich mir gebaut habe. Der eigentlich für den Arsch ist. Weil wozu baue ich das, um mich hier einzugrenzen? Aber es hilft halt nichts. Also, wir haben genug zu essen, genug Materialien, genug zum Reparieren. Unsere Bude ist eigentlich ganz gut geschützt. Weil diese Holzfehler halt nicht, also wirklich nicht viel, die halten nicht viel weg. Sag ich ehrlich. Aber die Dinger halten anscheinend genauso wenig weg. Also die Stolperdrahtfallen. Das heißt, ich sehe unser Vorhaben mit dem Labyrinth scheitern. Aber sowas von scheitern. Also wir bremsen sie aus, ja. Wir können auch gegenbauen und wieder richtig machen. Reparieren. Meine Güte, das war das Wort, was ich gesucht habe. Wir können quasi auch reparieren und sowas alles. Das funktioniert reibungslos. Das ist ja gar kein Problem. Ich wollte gerade sagen, stirbt er jetzt schon vorher? Jetzt ist er gestorben. Jetzt haben wir ihn aber auf jeden Fall hier reinlaufen lassen. So, das ist natürlich ganz geil, weil jetzt können wir nämlich mal ganz kurz gucken. Ihr habt Flächenschaden. Sieht nicht danach aus. Ja, nice. Okay, es gab keinen Flächenschaden. Das gefällt mir. Können wir gleich noch eine Mine setzen. Okay, cool. Naja, dann haben wir das jetzt auch schon mal rausgefunden. Flächenschaden gibt's nicht. Das heißt, wir können uns... Ja, wir werden jetzt die Nacht hier verbringen. Und werden jetzt einfach mal gerade quasi warten, bis es 4 Uhr ist, würde ich sagen. So, und jetzt ist es gleich wieder 4 Uhr. Wir haben die Nacht recht gut überstanden, würde ich sagen. Eigentlich haben wir nichts gehört. Leider. Also, es kam kein weiterer Besucher bei uns vorbei. Aber ich habe dafür was rausgefunden. Ne? Ich weiß, ihr habt es wahrscheinlich schon in die Kommentare geschrieben. Ich habe es leider nur noch nicht gelesen oder beziehungsweise gesehen. Und zwar können wir ja nicht nur unsere normalen Blöcke verbessern, sondern mit Stein und diesem Lehmboden, den wir hier schon mal ausgegraben haben, können wir Pflastersteine machen. Und mit diesen supergeilen Pflastersteinen können wir hier unsere Struktur verbessern. Und ich habe mir jetzt gedacht, wir verbessern hier quasi die Struktur für den unteren Bereich. Den mittleren lassen wir so, wie er ist. Und wir machen dann noch den oberen Bereich quasi hier soweit ready. Damit, wenn die hier kaputt gehen, ne, im Angriff, haben wir noch die Chance, quasi hier unten einfach gegenzukloppen. Weil Stein hält natürlich viel, viel, viel mehr aus als, also quasi so ein Grundkonzept, ne? Hier sowas. Dann können die das hier kaputt machen und ich kann die währenddessen hier immer noch kaputt schlagen. Das ist natürlich, ist Premium, würde ich sagen. Und das werden wir jetzt versuchen, soweit wie es geht, hier umzusetzen. Und jetzt sind wir auf der Seite nämlich... Okay, jetzt haben wir nämlich nichts mehr. Jetzt sind wir nämlich auf der Seite nämlich auch schon mal ein bisschen sicherer. Jetzt, uns fehlt es wirklich an Stein. Also wir müssen ordentlich Stein haggeln. Wir haben ein Wild. Ich hab's nicht getroffen, oder was? Tief. Hier, wait. Immer noch zu tief? Lecker mich! Der hat nicht getroffen? Ey, sag mal. Also, ich hab ja. Also, ich weiß, ich hab ja nicht so ein Aim, aber dass ich gar kein Aim habe? Okay, scheiß drauf. Wer ist er denn? Wo kommst du denn her? Bleib mal liegen. Oh Gott, das war jetzt aber auch ein Typ, also...
Nee. Okay, das heißt, wir müssen Steine sammeln. Steine, Steine, Steine. Das ist, also, ja und ja. Weil auch Steine sammeln, da habe ich mich jetzt gar nicht so drauf eingeschossen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber, ist natürlich nicht so verkehrt, wenn wir unsere Base dahingehend ganz geil aufbauen können, ne? Also, ja, ist nicht verkehrt. Mach's mal so. So, also wir brauchen auf jeden Fall Massen an Steine und an diesem Lehmboden. Oder Lehm, wie man es auch mal betiteln möchte. Und dann können wir uns richtig viel Kies herstellen. Und damit können wir wiederum unser Labyrinth verbessern. Oder unsere Base allgemein. Was natürlich ganz geil ist. So, das heißt, in der nächsten Folge werden wir... Weil es ja dann schon Tag 6. Ne? Wir beenden ja jetzt quasi mit Tag... Also Ende Tag 5 ist ja jetzt für mich. Wo oben schon steht Tag 6. Aber nächste Folge geht ja erst für mich richtig wirklich Tag 6 erst los. Und dann haben wir ja nur noch diesen einen Tag. Für die Vorbereitung. Also ich meine, wir haben dann noch Tag 7. Da fängt ja dann der ganze Spaß erst richtig an. Aber da haben wir ja nicht allzu viel Zeit, weil irgendwann kommen ja unsere Freunde und überraschen uns ja. Und sagen, hello, 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 here I am. Und bevor das passiert, sollten wir vielleicht unsere Besten nochmal aufmotzen. So ein bisschen, würde ich sagen. Ne? Ich hoffe, euch hat die heutige Folge natürlich wieder gefallen. Ne? Nicht vergessen. Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge morgen. Am Tag 6, der vorletzte Tag, bevor es mit dem Blutmond weitergeht. Ich bin gespannt. Schaltet wieder ein und ich danke fürs Einschalten und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.